Heute will ich mit euch einen super, super wichtigen Teil besprechen, der euch dabei hilft, eure Manifestation absolut zu beschleunigen. Und zwar geht es wirklich darum, dass wir uns ganz klar bewusst sind, dass unsere Annahme, dass unsere Vorstellung, dass unser Denken das Einzige ist, was jetzt unsere Realität kreiert und manifestiert. Und dieses Denken muss komplett frei sein von allen Einschränkungen, frei sein von Geschichten, frei sein von Erlebnissen, frei sein von Konzepten, sondern wir können einfach bei Null anfangen auf einem absolut weißen Papier. Und gestern vor allem im Hot Seat auch in der Wir sind Divine Design Community haben wir diese Themen besprochen. Diese Aufzeichnung ist in der Community, viele andere Aufzeichnungen natürlich auch, genauso wie eine Challenge, die wir jetzt im August machen, und zwar die Divine Design Potential Challenge, wo du wirklich in diese Kraft und Macht und Power deiner Divine Design Identity mehr und mehr eintrittst, verkörperst und verankerst. Du kannst dich jetzt anmelden. Es sind 90 € pro Monat und ich freue mich riesig auf dich. Du wirst einen ganz, ganz tollen Austausch dort finden. Gleichgesinnte Fragen kannst du stellen. 24/7 bist du bei deiner Divine Design Reise unterstützt. Also es ist eigentlich ein No-Brainer, dass du dich dort anmeldest und dabei bist. Ja, und zwar habe ich gestern, ich kriege ja immer diese Downloads in diesen Konversationen, in diesen, auch in meinen 1:1-Coachings, die ich noch nie gehabt habe. Also deswegen ist es nie irgendwie was Gleiches. Ich wiederhole mich nicht. Ich sage es immer auf eine andere Art und Weise. Aber der Sinn, der Inhalt ist natürlich immer derselbe. Du bist Divine Design, du bist Perfektion, du bist alles. Deine Information ist das, was du denkst, und diese Information formiert sich als Manifestation im Außen. Und gestern habe ich also gesagt, stell dir mal vor, du wärst aufgewachsen in einer Kultur, in einem Umfeld, in einem Lebenskreis, in einer Welt, auf einem Planeten, was auch immer du dir vorstellen kannst. Und da gilt einfach nur die Devise. Du sprichst und denkst einzig und allein das, was du haben möchtest, das, was du sein möchtest. Und unter allen und jeden Umständen, mit jedem, in jeder Situation ist es absolut 100% verboten, zu sagen, was man nicht will, zu sagen, was man befürchtet, zu sagen, was mal war, was einem nicht gefallen hat, sondern hier geht es darum, und das macht jeder, es ist allgegenwärtig. Jeder spricht nur in Wünschen, in Träumen, in Annahmen, in Geschichten, in Rückschlüssen, in Regeln, die einem wirklich gefallen, die einen begeistern, die einen einfach vollkommen perfekt und erfüllt sein lassen in diesem jetzigen Moment. Und genau das ist der Punkt. Dieser jetzige Moment ist der einzige Moment, den du hast. Und wenn du dir wirklich vorstellst, es ist das Normalste der Welt, dass du in den höchsten Tönen von dir sprichst, dass es absolut nicht Usus ist, dass es nicht erwünscht ist, Selbstkritik, Zurückhaltung zu üben, dass es überhaupt kein Wert ist, dass es nicht gut angesehen wird, wenn man sich klein macht, wenn man sich zurückhält, wenn man eben von Leiden erzählt, wenn man von seinen Ängsten, von seiner Vergangenheit, von seiner Herkunft erzählt. Stell dir mal vor, das wäre ganz normal. Du würdest den ganzen Tag nur in deinem Wunsch, in deinem erfüllten Wunsch, in deinem Traum, in deiner Traumidentität leben. Und du würdest es eben von innen auch ins Außen tragen. Das heißt, von deinen inneren Vorstellungen zu deinen äußeren Worten, zu deinen Beschreibungen von dir. Du sprichst über dich wirklich so, wie dein Divine Design dich sieht. Und du sagst, ich bin absolut ein großartiger Mensch. Ich bin unvergleichbar. Ich bin die absolut Beste. Ich bin
Das Ultimative, ich bin der ultimative Mensch, ich bin der ultimative Mann. Es gibt an mir nichts auszusetzen. Ich habe nichts an mir auszusetzen. Es fehlt mir auch nichts. Ich kann machen, was ich will. Ich lebe in absoluter Freiheit. Freiheit ist mein Normal. Ich muss niemals in meinem Leben irgendetwas machen, was ich nicht wähle und was ich nicht wählen möchte. Stell dir vor, du sprichst den ganzen Tag so. Und das ist genau das, wozu ich dich anregen möchte, dass du hier keinen Gap mehr machst zwischen der Identität, die du sein musst, wenn sich all deine Wünsche nach Geld, nach Erfüllung, nach Liebe, nach Anerkennung tatsächlich erfüllt haben, und dass du quasi nicht mehr mit gespaltener Zunge sprichst, dass du im Innen wirklich das denkst, was du auch jederzeit im Außen sagen wirst, sagen willst, dass du eins bist, dass du die oder der eine bist. Und das ist übrigens auch der Grund, warum eben Fake ein Thema ist, warum Fake Menschen ein Thema ist, warum wir künstlich oder aufgesetzt beobachten können, weil das natürlich, das ist, was passiert. Wenn ich zum einen zu mir sage, ja, ich bin super toll und ich bin eigentlich die Beste, und trotzdem traue ich mir nicht, diesen Auftritt zu haben, trotzdem traue ich mich nicht, so zu anzuziehen, trotzdem traue ich mich nicht, mir diese Worte aus meinem Mund herauszulassen, dann bist du tatsächlich fake. Weil wenn du diese Understatements machst, wenn du dich so zurückhältst, wenn du dich klein machst, aber gleichzeitig denkst, ach, ich bin doch großartig, aber es darf keiner sehen, dann lügst du. Dann lügst du dich selber an. Dann hast du eine verlogene Energie. Dann hast du eine Energie, die eben mal das eine sagt und mal das andere. Und diese Energie, die drückt sich dann nachher aus als deine Realität, als deine Manifestation. Und dein Ziel ist es, hier immer fokussiert zu bleiben, in deinem erfüllten Wunsch, in deiner Identität aus dem höchsten Divine Design, aus der höchsten Perfektion. Und da gehört auch dazu, dass du dich niemals vergleichst, dass du Vergleichen komplett aus deinem Denken, ein vergleichendes Denken, dass du das streichst, dass du wirklich nur noch denkst, ja, das gefällt mir, das gehört zu mir. Oh nein, das ist nicht meins, das ist nicht meine Realität. Nein, das ist nicht Fakt für mich. Für mich existiert es nicht. Für mich existieren keine Krankheit. Für mich existiert keine Beschränkung. Für mich gibt es das überhaupt nicht. Ich sehe das aber auch bei anderen nicht. Ich sehe die anderen in ihrer höchsten Freiheit. Ich sehe, wie jeder frei wählen kann. Ich sehe, wie jeder glückselig ist. Und ich lasse mich nicht auf Diskussionen dieser Art ein. Weder in Bezug auf mich noch in Bezug auf andere. Und wenn es dann im Außen eben Leute gibt, die dir dann halt das Gegenteil sagen oder die dir sagen, ja, du bist überheblich, oder die das dich auslachen sogar und sagen, hey, was will denn die oder was will denn der oder wie präsentiert sich die oder präsentiert sich der? Das ist doch diese Person nicht. Und du lachst und wirst ausgelacht, aber für dich heißt es, nee, das ist der Ego-Mind, das ist der limitierte Mind, das ist der vergleichende Mind, das ist das vergleichende Denken, das ist das Denken aus der Human Design Welt, aus der beschränkten Welt, aber das hat mit mir überhaupt nichts zu tun, weil ich bin verankert, ich kenne mein Divine Design, ich weiß, wer ich bin. Und wenn sich im Außen Dinge zeigen oder mir wirklich im Gesicht stehen, mir vor meinem Gesicht stehen und offensichtlich nicht zu ignorieren sind, weil sie in Papierform sind, weil sie in schriftlicher Form sind, weil sie da sind, weil sie scheinbar manifest sind, dann weiß ich ganz genau, es hat nichts zu tun. Es ist in permanenter Veränderung, in Reflexion meiner inneren Veränderung. Meine innere Veränderung, die lege ich jetzt hier fest. Und wenn ich vorher ängstlich war, wenn ich vorher irgendwie unsicher war, im Zweifel war, dann heißt es nicht, dass ich jetzt in diesem Moment, im nächsten Moment,
diesen Zweifel weiterspinnen muss, hier weiter überlegen muss, was ist, wenn es nicht passiert. Und gleichzeitig, wenn ich dann da bin und sage, nein, für mich ist alles in bester Ordnung, für mich, ich bekomme immer alles, was ich will. Ich bin ein absolut mächtiges Schöpferwesen. Ich bin das einzige Schöpferwesen in meiner Realität. Ich bin das mächtigste Wesen, das großartigste Wesen für mich und für mein Umfeld. Und dann da immer wieder zurückzukommen, obwohl sich die äußeren Umstände scheinbar, und deswegen sage ich immer scheinbar, so zeigen, als hätte mein Ego recht, als hätte ich was zu befürchten, als hätte mein beschränkter Verstand recht, dass jetzt hier logischerweise auf diesen Zustand ein neuer Zustand folgt, der mir nicht gefällt. In diesem Moment muss ich super, super schnell aussteigen. Und je schneller du aussteigst, desto schneller bist du eins mit deiner Manifestation, ist deine innere Energie eins mit der äußeren Form, die du siehst, mit den äußeren geformten Erlebnissen, die du hast. Und je schneller du es schaffst, immer wieder aus einem Moment des Zweifels, aus einem Moment des Triggers rauszukommen, dich klar zu erinnern, zu positionieren, wer du bist und diese Gefühle auch in dir hochkommen lässt, sofort, sofort zu sagen, ich bin absolut geliebt, ich bin gewollt. Und da kommt auch wieder dieses Tool von Neville Goddard von Revision rein, Revision on the spot, Revising, verändern. Und das darfst du jeden Moment machen. Und jetzt ist der einzige Moment, den du hast. Und wenn du zurückgehst in eine Geschichte, wo dir erzählt wird oder wo du dir natürlich immer selber erzählst, wir haben schon lange keinen Kontakt gehabt und ich bin offensichtlich nicht wichtig für mein SP, für meine Person. Sonst würde mir ja schreiben, sonst würde sie sich ja melden. Revision on the spot. Wir sind in konstanten Kontakt. Wir haben permanent Kontakt. Und die Wahrheit ist, du hast permanent Kontakt. Du bist permanent im Kontakt mit allen Bereichen deines Lebens gleichzeitig, mit allen Männern und Frauen in deinem Leben gleichzeitig, mit deinem Geld gleichzeitig, mit der Natur, mit allem bist du gleichzeitig. Und ein Tool, das ich gestern auch noch im Hot Seat wieder erinnert habe und gesagt habe, ja, wenn du alles gleichzeitig bist und überall gleichzeitig bist, dann weißt du auch, dass du mit deinen Gedanken in allen Köpfen dieser Welt gleichzeitig bist. Dass alle Köpfe, alle energetischen Empfänger sozusagen dieser Welt deine Gedanken und Ansichten aufnehmen. Und wenn du in deinem Selbstkonzept, in deinem Divine Design Selbstkonzept bist und sagst, für mich ist immer alles da. In meiner Realität habe ich die und die Erlebnisse, die sind für mich da. Das ist mein Normal, das ist meine Realität. Ich bin diese Person. Ich bin immer gewählt, auserwählt. Ich bin immer gewollt. Ich bin immer erste Priorität. Es ist so und es ist immer so und braucht keinen Beweis im Außen und ich suche keine Beweise, weil die Dinge sind auch ohne Beweise. Und Beweise sind Dinge, die ich für mich hernehme, um mir die Erlaubnis zu geben, hier und jetzt das zu sein, was ich will. Und diese Beweise sind aber nicht nachhaltig, die verschwinden. Und das weißt du auch, wenn du auch, ich will wieder zurück ins SP, eine tolle Zeit gehabt hast und plötzlich musstet ihr euch trennen wegen irgendwelchen getrennten Aufgaben und plötzlich ist vielleicht die Kommunikation nicht mehr so und du hast eben Angst, dass durch diese räumliche Trennung ein Abbruch in der Kommunikation ist und dann wird sich das natürlich so zeigen. Aber auch wenn es sich so gezeigt hat, heißt es nicht, dass du jetzt in einem Zustand in der Realität einer abgebrochenen oder nicht konstanten oder Heiß-Kalt-Situation bist, warum solltest du das sein? Aber dein Verstand sagt es dir, der erzählt dir das, dass räumliche Trennung, dass zeitliche Trennung, dass andere Beweise, die nicht eingetreten sind, wirklich dafür verantwortlich sind, dass du eben nicht in deinem erfüllten Wunsch, nicht in deiner
erfüllten Beziehung, nicht in einem erfüllten finanziellen Zustand bist. Und obwohl du vorher und viele Male vorher diesen Zustand im Außen erlebt hast, wenn sich dann nur irgendetwas nicht erfüllt für dich, wie zum Beispiel Kommunikation, wie zum Beispiel räumliche Nähe, wie zum Beispiel zeitliche Nähe, dann bist du schon wieder abgelenkt von dir, von deinem Divine Design Konzept, von deinem erfüllten Wunsch, von deinem Living in the End. Und das darfst du einfach nicht zulassen. Es gibt auch überhaupt keinen Grund, warum du das zulassen solltest. Warum solltest du irgendetwas dahingehend interpretieren, dass du nicht hast, was du möchtest? Es gibt absolut keinen Grund dazu. Und deswegen will ich dich hier erinnern, wirklich in diesen machtvollen, kraftvollen Zustand einzutreten und zu bleiben, einzutreten und zu bleiben. Und wie bleibst du, indem du deine Gedanken und Ansichten und Geschichten dementsprechend ausrichtest, und zwar jeden Moment. Und das ist der Beschleuniger, das ist der absolute Beschleuniger. Und es gibt keinen Grund für dich, die Sachen auf die lange Bank zu ziehen und irgendwo zu sagen, ich warte, bis er kommt, ich warte, bis er sich meldet, ich warte, bis meine Manifestation kommt und sich entwickelt. Wann bist du jemand, der eben wartet? Und du brauchst nicht zu warten, weil es ist in diesem Moment schon alles für dich erledigt, wenn du in diesem Zustand verweilst. Und das ist diese Arbeit mit deinem Mindset, mit deinen Gedanken, mit dieser Ausrichtung an dein Divine Design, an deine Divine Design Identity, an diese limitlose Identity. Und deswegen mach das, wenn du hier bist wegen SP, mach das genauso, wenn du hier bist wegen Geld, und lasse dich von nichts und niemanden einschränken, von keinem Gedanken, von keiner Vorstellung und von keiner Angst, sondern sei immer der, die erfüllte Persönlichkeit. Wenn du Hilfe brauchst, ich habe ganz, ganz tolle Selbstlernkurse, vor allem wenn dich immer mal wieder die Angst und der Zweifel erwischt, habe ich auch in meinem Shop einen wunderbaren Alchemiekurs, die Alchemie der Angst, für Männer, für Frauen unabhängig, die Power der weiblichen Alchemie heißt der Kurs für Frauen, und die Transformation mit deiner Alchemie heißt der für Männer. Hol dir diesen Kurs, insbesondere wenn du immer wieder zweifelst, weil ich bringe dich da in diesen Mindset mit Übungen, mit Kontinuität, mit Erklärungen, die dein Verstand frisst und immer mehr als dein Normal annimmt, sodass er aus diesem alten Mangeldenken komplett aussteigt. Und das musst du haben, weil sonst zieht sich dein Prozess unglaublich lang in die Länge, immer weiter, wenn du auf irgendwelche Dinge im Außen, Beweise, Feedbacks wartest, bevor du dich in deinem Seinszustand verankerst. Das geht für alles, das geht für dein Business, es geht für jeden einzelnen Lebensbereich. Es ist ein Prinzip. Das ist das Prinzip, ich bin, und ich lege fest, wer ich bin, wie ich bin und was ich erlebe in meinem Leben und welche Position ich einnehme in meinem Leben, in meiner Beziehung, in meinem Business, in meinem Miteinander mit anderen Menschen. Das lege ich fest. Und ich lege es so fest, dass es dem entspricht, was ich wirklich bin, meinem Divine Design entsprechend. Also ich hoffe, du hast dir wirklich diese Tools aufgeschrieben. Schau dir dieses Video nochmal an. Und wie gesagt, eins zu eins Hilfe, direkte Hilfe für deine individuelle Situation ist natürlich ein absoluter Booster. Das kriegst du in der Community. Das kriegst du im Moment in meinem Programm, das am 15. August startet, Unlimited. Aber das ist wirklich für die, die schon verstanden haben, ja, der einzige limitierende Faktor in meinen Erlebnissen, in meinem Reichtum, in meiner Liebe, in meiner Liebensbeziehung bin nur ich, und ich bin so bereit, dieses Unlimited einzugehen, so zu denken, mich von nichts beeindrucken oder limitieren zu lassen. Und ich bleibe stabil in meinem Seinszustand. Und diese äußeren Einladungen immer wieder sich zu limitieren, managen zu lernen. Und dieser Unlimited
Brand, den wir in den 6 Monaten dieses Programms für dich kreieren und etablieren, ist der Brand deines Divine Designs, wo du immer wieder im Außen so auftrittst, in all deinen Lebensbereichen, wie dein individueller Divine Design Brand, mit dem, was du ausdrückst, was du verkörperst, was dir wahrhaftig wichtig ist, weil es dir wichtig ist und nicht, weil es dir wichtig sein muss. Unlimited ist wirklich groß. Unlimited ist riesengroß und du musst bereit sein, alle Grenzen zu sprengen und dich so, so krass auszudehnen. Dann ist dieses Mastermind wirklich für dich, insbesondere wenn du Business hast, wenn du gerade im Bereich Kundenbegrenzungen siehst, im Bereich Geld, im Bereich Umsatz, auch natürlich im Bereich Liebe. Wir sprengen all diese Grenzen, weil sie sind nicht real. Sie sind nicht Realität, außer du machst sie dazu. Also, ich freue mich, wenn du kommentierst, wenn du likest, denn wir sind ja bald bei 4.000 Abonnenten und du darfst dich auf diese Liste hier unter diesem Video eintragen. Dann kommst du in die Verlosung und ich werde dir nicht sagen, wie viele 1-zu-1-Gespräche ich verlose, aber die Chance ist groß, dass du wirklich diesen absoluten Booster bekommst, einen genialen Download von mir ausgesprochen aus deinem Divine Design. Ich denke mir nichts aus. Es ist alles in dir verankert, was ich in diesen 1-zu-1-Gesprächen mit dir teile. Die Sachen weißt du eigentlich selber, aber du erlaubst dir nicht, sie zu wissen. Und in dem Moment, wo ich sie dir auf den Tisch lege, wird es für dich sonnenklar, dass du eigentlich diese Identität bist und vor allem, welche Einschränkungen du noch glaubst, die du einfach nicht glauben musst. Ich freue mich riesig von euch zu hören, auch hier in den Kommentaren. Teilt dieses Video, like es und wisse, du bist Perfektion, grenzenlose Perfektion, Liebe und genauso bist du gedacht und genauso solltest du dich hier in diesem Leben fühlen und bewegen. Wir sehen uns ganz bald. Bye!